Seid gegrüßt, liebe Leute. Ich reagiere jetzt auf einen weiteren Woken-Hetzer. Also, wie der genau heißt, brauchen wir gar nicht klären. Das ist der Typ hier unten rechts in der Ecke, ist ein Verbündeter von Naitan Dara und dieser ganzen anderen Cancel-Bande, die unliebsame Meinungen gerne von Twitch canceln würden. Also, ihr wisst, von diesen Leuten ist nichts zu erwarten. Politische Gegner. Der Videotitel heißt VLT Naitan vs. Kastratenchor. Also, ich werde schon im Videotitel diffamiert. Was soll man von solchen Leuten halten? Über Cancel Culture und freien Diskurs. Meine These, ich glaube, das kann ich gleich zum Anfang schon mal erklären, ist, dass Cancel Culture den freien Diskurs bedroht, dass diese Cancel Culture vor allem von einer woken Bubble ausgeht und diese Bubble jeden, der sie kritisiert, versucht, aus dem freien Diskurs zu entfernen. Besonders gut sieht man das am großen Streamer KuchenTV, der ist gewagt. Also hier unten, wenn ihr es seht, ist der Name nochmal eingeblendet. Der heißt Benstony. Aber wie gesagt, Name ist egal, der Typ ist so irrelevant, da brauchen wir uns nicht groß mit aufhalten. Ist nur einer, das wurde mir zugetragen, der auch gegen mich so reagieren war darauf jetzt. Kriegt er halt seine. Der es gewagt hat, was? Die Streamerin Shuyoka zu kritisieren. Zu kritisieren, ne? Nicht irgendwie mobbt oder dass das schon mehr ist als nur kritisieren, sondern. Und deswegen von dieser Walking Bubble versucht wurde, von Twitch oder zu canceln. Oder willst du irgendwie jetzt einen Monolog halten oder willst du. Ich mache eine Einleitung. Jetzt hör auf, mich gleich zum Beginn zu unterbrechen. Du kannst ja gleich antworten. Ja, komm zum Punkt. Ich wollte nur schon mal mit der These starten, damit wir richtig in die Diskussion reinstarten können. Das ist aber auch geil, wie er das ganze Ding halt für sich framed am Anfang. Haben die das nicht irgendwie. Also, zum Beginn eines Gesprächs eine These zu äußern, über die dann debattiert werden kann, das ist Framing. Man lernt jeden Tag was Neues, wenn man auf diese Woken-Hetzer reagiert. Ich weiß auch nicht. War ja echt merkwürdig. Ja, hallo, ich glaube das so und hier, man sieht es daran so. Ja, jetzt widerleg mir mal alles. Aber er belegt selbst ja gar nichts, ne? Er sagt ja nur kritisieren. Ne? Ja, besonders gut sieht man das am großen Streamer KuchenTV, der von der Walking Bubble gecancelt wurde, wo große Streamer wie Shoyoka, Tilted Floste oder andere alles dafür getan haben, dass Twitch ihn sperrt und wo Twitch dem dann letztlich nachgegeben hat. Naitan, was. Hat er das überhaupt belegt? Warum? Vielleicht hat Twitch den einfach auch gesperrt, weil sie gesagt haben, ah, Gott, da fahren Leute wie Tilted Floste. Shoyoka, Dave und noch andere monatelang eine Cancel versuchen, KuchenTV von der Plattform zu sperren. Und was passiert? Twitch sperrt KuchenTV. Könnte das eine wohl mit dem anderen zu tun haben? Ich weiß es nicht. Verstößt für uns gegen unsere Richtlinien. Geil, ey, ich hasse das. Von dieser These. Und darüber hat Twitch nicht zu entscheiden. Also Twitch macht das ja offensichtlich nach politischem Gutdünken. Also dass so jemand wie Naitan noch nicht gesperrt wurde, dass jemand so jemand wie Dara noch nicht gesperrt wurde, andauernd gegen andere Streamer hetzt, ihnen übelste Sachen vorwirft. Also das sagt doch alles. Also wie gesagt, Naitan und Dara werden nicht gesperrt, KuchenTV wird gesperrt. Auf welcher Seite steht Twitch wohl politisch? Seth Van Doom wird auch nicht gesperrt, weil er eben zu der richtigen Bubble gehört. Diese Bubble darf auf Twitch alles, weil die Woken halt kulturelle Hegemonie haben. Von der These, dass KuchenTV gecancelt worden ist. Also erstmal. Dass wir eine Cancel Culture haben, die den freien Diskurs bedroht. Ich hatte gleich schon mal. Das war dein Beispiel, du dummes Stück Scheiße. Ohne damit Witz, wir Alter. Einsteigen können. Ja, das war das Beispiel. Deswegen geht er drauf ein. Lass ihn doch ausreden. Regt sich drüber auf, dass man ihn nicht ausreden lässt oder grätscht ihn gleich rein, ey. Cancel Culture. Dummes Stück Scheiße. Da muss ich nach dem Stream auch mal gucken, inwieweit das justiziabel ist. Ist uns so ein inhaltsleerer Begriff, das sagt mir nichts. Aber du könntest mir erstmal erklären, weil du ja die ganze Zeit von Wokisten redest, was denn eigentlich ein Wokist ist. Das wüsste ich erstmal gerne, damit ich überhaupt weiß. Sag mal, ich verstehe das nicht. Der regt sich auf, dass er unterbrochen wird, weil er ein ungeplantes Intro hat und seinen ganzen Talking Point ausfährt. Und wenn er dann redet, dann wird er irgendwie 3-4 Mal unterbrochen. Ja, was jetzt? Macht ihr das frei oder nicht? Was ist das für eine Scheiße? Ey, ich sag's mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich von Naitan halten soll. So die Debatten, die ich bisher gesehen habe, naja, besser als Dara. Muss ich jetzt auch sagen. Alter, was macht der? Wann streamt der? Das lenkt doch dich schon wieder vom Thema ab. Also was ist das? Wokismus beschreibt ein identitäres Politikverständnis im doppelten Sinne. Erstmal teilst du die Welt in Täter- und Opfergruppen, also du hast so eine Opferpyramide, wo du sogenannte marginalisierte Gruppen, was auch immer das sein soll. Ja, Juden und Schwarze und Homosexuelle, sogenannte marginalisierte Gruppen. Hast wie das moralische. Ja, sogenannte marginalisierte Gruppen. Ich lehne dieses identitäre Politikverständnis ab. Sind Braunhaarige oder Schwarzhaarige oder Blondhaarige,
also wie gesagt, du kannst ja diese Kategorien aufmachen, guckst, wer von diesen Gruppen durchschnittlich ein höheres Einkommen hast und da eventuell eine statistische Ungleichheit feststellst, ist die Gruppe mit dem niedrigsten Einkommen da marginalisiert. Heißt das dann, dass, keine Ahnung, Schwarzhaarige oder Braunhaarige marginalisiert werden? Also das ist ein bescheuertes Politikverständnis. Recht haben, mehr im Diskurs vorzukommen, mehr gefördert zu werden, das Recht auf Quoten haben oder die Repräsentation. Wie kommt mir jetzt das Recht auf Quoten? Das ist super divers. Haben. Der Anfang war schon richtig. Mehr Mitbestimmung, dass man mehr gehört oder die nur in ihrem Namen sprechen dürfen. Und zum anderen Teil zu die Welt in Gut und Böse. Jeder, der auf der Seite deiner Woken-Ideologie ist, jeder, der sich da als Verbündeter anbietet, der gehört zu den Guten. Und jeder, der diese Woke... Das ist so ein richtiges Kindergartenverständnis. Wer teilt denn die Welt nicht in Gut und Böse? Also so, denkt ihr, alle Kapitalisten sind gut in euren Augen? Oder ist es was Negatives? Ihr teilt die doch auch in was Negatives ein. Wookies, ja, ohne. Ideologie, ja, nein, die Gesellschaft in Klassen einzuteilen, das impliziert erstmal keine Moralisierung. Diese Opferpyramide-Scheiß ist auch so. Das, was man sagen will, was man eigentlich sagt, hey, da sind Leute, die sind irgendwie marginalisiert oder die werden halt diskriminiert in der Gesellschaft und daraus wird dann gemacht, Opferpyramide. So despektierlich. Und dann frage ich mich so, kannst du mir mal erklären, wenn jemand muslimisch, schwarz, homosexuell ist, sind die dann in der Gesellschaft ganz oben oder eher ganz unten? Und wenn die noch obdachlos sind oder was auch immer, sind die dann oben oder unten? Ach, das ist eine Opferpyramide. Warum benutzt du auf einmal eine Pyramide? Und eigentlich ist die Pyramide ja, glaube ich, andersrum. Die müsste ja andersrum sein, weil die Minderheiten, die diskriminiert werden, sind ja, ne, werden immer kleiner und die Mehrheitsgesellschaft ist ja die, die oben ist. Ablehnt. Und zwar egal, ob er zu einer dieser Opfergruppen gehört, also diese Gut-Böse-Teilung, die ist noch wichtiger als die Opfergruppenteilung tatsächlich. Der muss bekämpft werden, der gehört aus dem Diskurs ausgeschlossen. Okay, also Gut-Böse-Teilung, also da gibt's Leute und das ist so und ich definiere das. Also Neitan müsste eigentlich sagen, nö, das ist nicht so. Das ist so und so und das heißt das und das. Fertig. Weil jetzt übernimmt er wahrscheinlich seine komplette Definition. Also okay, erstmal setzen wo. Oder auch nicht, ich hoffe es mal. Pisten sich für Opfergruppen ein, okay. Da kann ich mitgehen, das tue ich. Ich setze mich für Opfergruppen ein. Ich setze mich dafür, dass die gehört werden. Aber was meinst du mit gut und böse? Also, Ich weiß nicht, was ich von Gegenfragen verhalten soll. Die Wokisten teilen die Welt in Freund und Feind. Und da sie das nicht so offen sagen wollen, ich meine, Neitan hätte auch sagen können, hier, ich spreche heute mit einem Feind. Nein, Neitan denkt über mich aus und sagt, ich spreche mit einem Rechtspopulisten mit. Also wie gesagt, ich bin BSW-Unterstützer, nennt mir einen Punkt, wo meine politischen Vorstellungen groß von denen des BSW abweichen. Und nennt mich Transfeind. Wie gesagt, ich habe da wahrscheinlich die gleiche Position wie die meisten Leute aus dem BSW. Ich bin auf einer Linie mit Leuten wie Alice Schwarzer beispielsweise, wie Sinans Woche, also Leuten, die nichts mit Transfeindlichkeit zu tun haben. Und vor allen Dingen, weil der hat jetzt sein Case gemacht, ganz viel geredet und das richtig gut geframed und jetzt übergibt er ihm wieder das Wort. Du musst einfach dein Gegennarrativ aufmachen, den interessiert das doch gar nicht. Wie kommst du drauf, dass irgendwie alles, was abweicht, gecancelt wird? Und außerdem... Ja, weil ich sehe, jetzt gerade an mir selber, jetzt gerade an Real Talk ist das. Also Neitan hat die drei als Faschus verleumdet. Wie gesagt, das könnte tatsächlich justiziabel sein, wie gesagt. Er hat mich hier, glaube ich, ich muss mir die Dings nochmal aufschreiben. Also wenn ihr irgendwelche justiziablen Beleidigungen, Verleumdungen, üble Nachreden gegen mich hören solltet, dann, wie gesagt, schickt mir das gerne. Ich gucke dann, ob ich es zur Anzeige bringen kann. Mich würde mal interessieren, ob er sich Sachen aufschreibt. Das würde ich erst gerne mal wissen. Wart ab. Wie gesagt, ich hatte das Beispiel KuchenTV genannt. Man könnte auch Nemesis nehmen, man könnte jetzt auch auf die größere Ebene gehen, aber ja, was ist denn jetzt gut, was ist denn jetzt böse? Ja, wie gesagt, die Wokisten, die haben bestimmte Leute, mit denen sie zusammenarbeiten, bestimmte Leute, von denen sie meinen... Freund und Feind. Und diese offensichtliche Teilung wird da moralisiert. Wie gesagt, man bezeichnet Leute dann als etwas, was sie nicht sind, man verbreitet Lügen über sie. Dass die sich nur noch äußern dürfen und bestimmte Leute, die aus dem Diskurs ausgeschlossen werden sollen. Beispielsweise ein Kuchen-TV. Also ich habe mich da zu dem Thema zum Beispiel... Oder ein Nemesis. Da habe ich mich zu allen drei noch nie geäußert. Wieso bin ich jetzt ein Wokist? Stellt euch vor, irgendein Islamist sagt, ach mit dem... Oder irgendein Al-Qaida-Anhänger sagt, mit dem Anschlag, damit hatte ich nichts zu tun. Ich habe mich an dem Anschlag nicht beteiligt. Ich war bei einer dabei. Also warum wirfst du mir das jetzt vor? Ja, weil du offensichtlich bei einer Ideologie bist, bei einer Gruppe bist, die so etwas tut und das offensichtlich gut findest. Du gehörst zu diesem Kollektiv, die das befürwortet. Und Neitan hat ja mittlerweile sogar gesagt in seinem Stream, also dein Neueste, wo Proletopia darauf reagiert hat,
dass er die Cancelung von KuchenTV schon nicht falsch fand. Also schaut euch das gerne an. Schaut euch das gerne an. Aber Shoyoka, die gehört ja zu dieser Walking Bubble. Ja, aber du sagst ja, dass ich ein Wokist bin. Du redest ja mit mir. Wieso bin ich ein Wokist? Weil du dieses identitäre Politikkonzept verfolgst und weil du dich gegenüber anderen Leuten, die jetzt etwas unbedeutender sind, auch so verhältst. Was ist denn ein identitäres Politikkonzept? Was heißt das? Weil er nach was geht? Suchst dir irgendein identitäres Merkmal, was nicht materialistisch begründet ist, sondern was du einfach definierst. Hautfarbe, Haarfarbe, Augenfarbe, Religion, Erkrankung, Geschlecht, irgendwas. Such dir irgendeinen Schwachsinn aus und konstruierst daraus eine Identität. Oder nimmst diese Identität und politisierst sie. Du politisierst Identitäten, die man nicht politisieren sollte als Linker. Nehmen wir als Beispiel Erwin oder Imp oder... Ja, wie habe ich die denn jetzt in gecancelt? Junge. Oder du hast Erwin als Rechtspopulisten verleumdet? Ja. Er ist ja einer. Ja. Du übrigens auch. Aber das kann ich ja auch begründen. Okay, dann begründen wir mal. Warum ist Erwin ein Rechtspopulist? Naja, weil er die ganze Zeit rechte Talking Points bedient. Er ist gegen Migration, er ist für Abschiebungen. Das ist genau das, Malto. Die machen das auch. Die machen das auch. Jeder macht das. Ein Libertärer macht das. Ein Konservativer macht das. Ein Nationalist macht das. Ein Rechtsextremist. Alle machen das. Die raffen das nicht. Nein, ich versuche zuerst die Welt zu analysieren und dann zu bewerten. Ihr startet mit der Bewertung. Rechtspopulist ist nichts, was ihr deskriptiv verwendet, sondern als moralischer, um euren Gegner aus dem Diskurs auszuschließen, kurz um zu canceln. Nicht. So, aber die kommen dann her und sagen, ha, ihr macht das. Und könnt ihr euch noch erinnern, als ich am Anfang gesagt habe, die Leute geilen sich daran auf, dass sie glauben, dass so Leute wie Naitan, ich, Kirche oder wer auch immer, dass wir, bei uns ist es besonders pseudomoralisch, weil wir sind ja eigentlich nett, aber wir sind gar nicht nett. Und okay, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ja, wie soll man sagen, Diskurs offen und lieb und friedevoll der Eierkuchen, wie wir uns verkaufen, sondern wir sind auch gemein. So, ja, no shit, Sherlock. Und er ist gegen Veganismus, er ist gegen, er sagt, wenn ich jetzt meine Meinung zu Transmenschen auf Twitch sagen würde, würde ich hier wahrscheinlich gebannt werden. Er ist die ganze Zeit... Das ist übrigens eine Lüge. Also Neiter denkt sich hier eine Lüge über Proletopia aus. Ist Proletopia in seiner neuesten Reaktion auch drauf eingegangen? Schaut euch das gerne an. Wird er auch wahrscheinlich bald auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichen, nehme ich mal ganz stark an. Gegen Allies am Prügeln, ist gegen Leute am Prügeln, die irgendwie versuchen, das, was du am Anfang gesagt hast, marginalisierte Gruppen sichtbar zu machen, denen zu helfen und so weiter, und geht die ganze Zeit gegen die, benutzt den Antikapitalismus eigentlich nur auf die Art und Weise. Ja, ich finde das immer ein bisschen... Ich lehne mich dann ein bisschen aus dem Fenster, aber wenn ich höre, dass jemand identitär sagt, anstatt Identitätspolitik, dann ist ja die Implikation irgendwie mit der identitären Bewegung Rechtsextremismus und antiliberalem Denken und faschistoidem Scheiß. Damit er damit also, rechte Talking Points legitimiert, naja, also er sagt dann sowas wie, ja, also die gibt Konzerne und die machen sich Pride-Flaggen in ihre Logos und deswegen ist diese ganze LGBTQ-Bewegung eben kapitalistisch und die verdienen damit Geld, die Kapitalisten, und deswegen ist das irgendwie was Schlechtes. So. Und Erwin ist ein Rechtspopulist, was folgt daraus? Wie, was folgt daraus? Es folgt daraus, dass du ihn jetzt als daraus folgt, dass Erwin euer Feind ist. Ihr benutzt das ihm nicht deskriptiv. Das ist das Ganze, was ich zeigen wollte. Wenn ich sage, jemand sei rechts oder konservativ, dann ist das eine politische Einordnung. Dann folgt keine moralische Bewertung. Also es ist jetzt nicht meine Position, deswegen werde ich das wohl aus moralischen Axiomen, die ich annehme, die ich aber nicht von anderen fordere, ablehnen. Aber oder ich werde mit bestimmten deskriptiven Aussagen nicht übereingehen. Aber ich werte Menschen noch nicht ab, wenn ich sie als rechts oder konservativ bezeichne. Ich benutze das wirklich deskriptiv. Aber das macht ihr nicht. Ihr seht Leute als Feinde, die ihr zu so etwas zuordnet. Rechtspopulist bezeichnet. Was folgt daraus? Was soll daraus folgen? Was redest du? Als gerade einer im Chat schreibt, ja, exakt. Die Rechten, die haben das gleiche Politikverständnis. Also das ist ein identitäres Politikverständnis. Das unterscheidet sich von dem der Wokisten, dass das der Wokisten invertiert ist. Die Wokisten, die sagen jetzt nicht, die Deutschen, den Deutschen sollte es besser gehen, sondern die Wokisten sagen, wir haben jetzt hier Opfergruppen und denen sollte es besser gehen. Es ist das gleiche schwachsinnige Politikverständnis, was wir als Linke nicht annehmen sollten. Ach so, er will damit sagen, ja, jetzt will... Das ist, wie ist das besser... Ja, wie gesagt, weil Woke noch keine moralische Abwertung ist. Ich könnte sie auch nach Proletopia als Nazischisten bezeichnen. Also das, also Proletopia meinte ja, das wäre die das wäre die dunkle Triade in Person, die Nazischisten-Bubble. Das
Das wäre meiner Meinung nach schon eine moralische Abwertung, was agitatorisch auch gar nicht so unsinnvoll ist zu machen. Wie gesagt, die Bubble macht das aber dauernd. Mit dieser Bubble kann man nicht. Nazischisten ist schwer auszusprechen, aber lustig, definitiv ist das lustig. Aber wie gesagt, Walkisten ist das Neutrale. Also ich könnte, wie gesagt, ich könnte mir irgendwelche bösen Begriffe ausdenken, wie Proletopia das macht. Willst du ihn canceln, oder was? Ja, warum bezeichnest du ihn als Rechtspopulist? Weil er ist. Sein Ziel dessen. Ja, offensichtlich nicht, erzählen, dass du Walker nicht als, ich benutze es offensichtlich nicht als abwertenden Begriff. Ich lehne diese Ideologie ab. Aber ich lehne auch andere Ideologien ab, ohne dass ich sie gleich moralisch abwerten würde. Ist das so schwer zu verstehen? Also wenn ich jemanden linksradikal nenne, dann lehne ich das auch ab. Ich bin ja selbst nicht linksradikal, aber dann sage ich das nicht, um ihn abzuwerten. Dann steckt da erstmal keine Wertung drin. Teilung von unten nach oben ein. Das ist eine eindeutige linke Position. Aber wie gesagt, immer von dieser... Ja, und Strasser war auch ein Linker oder kein Rechtspopulist oder was? Hä? Das ist nur ein Feigenblatt dafür, genau über die auch. Das unterstellst du ihm jetzt. Du unterstellst ihm niedere Motive. Nee, also weil... Obwohl ich auch nicht weiß. Ich kenne auch gar nicht den ihre Position. Ich höre dann immer so, ich muss noch mal gucken, aber... Sag mir, dass du dich nicht mit Geschichte beschäftigt hast, ohne mir zu sagen, dass du dich nicht mit Geschichte beschäftigt hast. Also der vergleicht jetzt hier Höcke mit Strasser. Also was ist das für ein bescheuerter Vergleich? Wer kennt, der gehörte zum linken Flügel der NSDAP und der wollte zusammen mit... der wollte eine Querfrontregierung bilden. Das ist dann allerdings nicht gelungen und Franz von Papen wurde dann zum Reichskanzler ernannt. Ich verstehe auch manchmal nicht, ja, der ist irgendwie Rechtspopulist oder so, aber ich finde es immer so schwer. Manchmal vermischt sich das, dieses anti-woke Gelaber mit manchmal geht man naiv um mit manchen rechten Talking Points. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass manche Leute viel zu schnell, anstatt zu analysieren, was gesagt würde, Leute kategorisieren. Und warum? Kategorisieren und analysieren sind keine Widersprüche. Also wenn ich sage, jemand ist woke, dann bedeutet das eine gewisse Sammlung Einstellungen, die ihn woke machen. Dann steckt da noch keine Moralisierung drin. Warum muss man das machen? Man kann doch sagen, hey Erwin, du hast das und das gesagt, anstatt zu sagen, Erwin, du bist das und das jetzt. Vor allem, ja, in Stauffenberg war sich auch ein Linker, weil ein Attar dafür. Ja, richtig. Weil das kann man einfach sehen, wenn man sich seine Inhalte anguckt, ne? Das ist so. Das, ich hätte es ja auch belegt, was macht aber der? Er hat ja keinen Talk mit mir. Jedenfalls Sunday Late Night, wann? Doch, er hat einen Talk mit mir gehabt und der bestand daraus, dass Dinge einfach zu, dafür ein paar Dinge einfach zu blind gewesen bin. Und im Nachgang ist mir dann klar geworden, nein, fuck, der ist einfach wirklich ein Rechtspopulist. Ich kann nicht anders, als ihn so zu bezeichnen, weil einer ist. So, und du auch. So, also und jetzt sag mir mal bitte, jetzt sag mir mal. Ich finde es auch ein bisschen schwer, ist jemand dann gleich, vielleicht sind es welche, ich weiß es nicht, aber kann man nicht auch rechtspopulistische Talking Points benutzen? Macht es dann gleich einen zu einem Rechtspopulisten? Nehmen wir mal an, ich bin so jemand aus der linken Partei. Unterstelle diese Wertung der Gegenseite nicht, ich sehe es aus ihrem Verhalten. Neitan sagt, der ist rechts, deswegen sollte kein Linker mehr mit ihm reden. Das hat er dann gesagt, also ich habe, also mich hat er als braunen Wurm, also war, guckt euch die Reaktion von Erwin an, da wird das ziemlich gut klar. Also, dass da eine Wertung eben drinsteckt. Dass sie diesen, dass sie eben das nicht deskriptiv verwenden. Und ich übernehme dieses Narrativ für, oh, ich bin pro Russland und bla, was halt aus der AfD kommt. Macht mich das zu einem Rechtspopulisten? Ich bin pro Russland. Das ist eine glatte Lüge. Ich bin dafür, dass deutsche Interessen in der deutschen Außenpolitik vertreten werden. Ich bin dafür, dass wir billiges Gas aus Russland kaufen, weil das in unserem deutschen Interesse ist. Weil das Russland nutzt. Also das ist ein Nebeneffekt. Wie gesagt, wir sollten gute Beziehungen mit unseren Nachbarn haben. Ja, es ist dieser typische, ja, dass wer pro-Ukraine ist, der vertritt einen typischen Talking Point des dritten Weges übrigens. Also ist jeder, der jetzt pro-Ukraine ist, ein Faschist. Er vertritt auch einen typischen Talking Point von Swoboda oder dem rechten Sektor. Also von Leuten, die Stefan Bandera ganz gut finden. Also nur mal so, ist man, also der liefert sogar Waffen an Faschisten. Ist man dann jetzt deswegen ein Faschist? Nein, natürlich nicht, aber nach dieser bescheuerten Walken-Logik wäre man dann einer. Oder wann ist man dann Rechtspopulist? Mal bitte, jetzt sag mir mal bitte, was denn jetzt irgend... Die Tate wollte Jockey werden, sich auf Gischgelbe umsatteln. Der dritte. Proletopia bedient jeden rechten Talking Point außer den Kapitalismus. Ja genau, und der sagt dann, das ist der Kapitalismus. Wie... das Gut und das Böse ist, was die Wokisten jetzt, was ist denn für die Wokisten das Böse?
Beispielsweise rechts. Das benutzen sie nicht als destruktiven Begriff, sondern als moralischen Begriff zur Abwertung ihrer Gegner. Oder Sif-Bubble. Okay, das kannst du immer definieren. Ja, was ist denn die Sif-Bubble? Und da sprichst du andauernd. Aber wenn du auch die ganze Zeit von... Wie sind wir jetzt? Wir schauen uns jetzt gleich eine Alltagsdefinition der Sif-Bubble an, aber das steckt doch schon im Wort. Sif, Schmutz. Also was steckt da etwa keine Abwertung drin? Oder wenn Karl jemanden als Schimmel oder Hurensohn bezeichnet? Ist das etwa keine Abwertung? Also da steckt es schon im Begriff drin. Neitan versucht diesen Begriff Sif-Bubble ja pejorativ für jeden zu verwenden, der ihn kritisiert. Rechts benutzen sie nicht deskriptiv. Achso, und der benutzt es immer rein deskriptiv, oder wie? Und das ist jetzt besser? Oh, da ist jemand rechtsextrem. Das beschreibe ich nur. Ja, natürlich fließt da eine Wertung mit ein, oder nicht? Du Kisten redest. Was ist denn jetzt sein Vorwand? Ist jetzt sein Vorwand, dass Leute, dass es Rechte gibt, was auch immer das ist, rechtsextrem oder so, dass es die existieren und dass man das einfach sagt und beschreibt, oder dass jemand unfairerweise rechtsextrem sagt? Nein. Dass man die unfairerweise zuordnet. Ihr ordnet Leute zu Kategorien zu und das ist euer Argument. Also Neitans Argumente waren ja transfeindlich und populistisch, obwohl das keine Argumente sind. Also die Zuordnung zu einem politischen Lager ist noch kein inhaltliches Argument. Damit ist noch nicht gesagt, dass der andere inhaltlich falsch liegt. Damit hast du ihn nur moralisch abgewertet, weil ihr diese Begriffe eben moralisch verwendet. Und wenn jemand aus eurer Sicht zur moralisch bösen Seite gehört, dann ist das halt Feindmarkierung. Ihr wollt Leute als Feinde markieren. Sein soll. So. Das, dann müsst ihr auch damit fein sein, dass wir dann irgendwie auch einen Begriff für euch finden, die ganze Zeit von Wokisten reden, oder? Also jeder, der das Wort Wokis oder Wokisten oder Woke oder was auch immer verwendet, der ist Teil der Sif-Bubble. Guck, der geht wieder. Nee, also Sif-Bubble, das ist so ein lose Konglomerat von Leuten, die aber alle auch so ein bisschen unterschiedlich sind und auf unterschiedlichen Ebenen gegen links arbeiten, eben antifeministisch sind, viele von denen, die versuchen sich gegen LGBTQ zu positionieren, die versuchen sich gegen Migration zu positionieren, bedienen rechte Talking Points, sind gegen zum Beispiel öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so weiter und so fort, arbeiten immer wieder der AfD zu, ne? Also all das, was du tust zum Beispiel. Wo arbeite ich denn der AfD zu? Ja, guck mal, jetzt hat er eine positive Aussage gemacht, Nadja. Jetzt muss er auch genau sagen, warum. Nein, aber wenn man dahinter steht und immer wieder so verbreitet, dann ist das halt nicht mehr nur ein Benutzen, sondern schon ein Ausleben. Du hättest von Neitern das Video zu dem Talk schauen sollen, da hat er die im Talk angebrachten Zitate immer reingeschnitten. Wenn Kermit die ganze Zeit verneint, etwas gesagt zu haben, direkt. Was für ein Video, wo ist das? Hat er einen YouTube-Kanal? Da geht das auf den Sack. Hä, warum hat denn der... Und ganz kurz, falls ihr es schon vergessen habt, ne, würde ich mich natürlich für ein Follow freuen. Jeronim. Halt's mal. Würde ich mich gerne über ein Ding freuen, über ein Follow. Und ein Abo natürlich, ja. Und worüber ich mich ganz freuen würde, ist, wenn ihr runterscrollt, dann könnt ihr Leuten, die auf Hilfe in der Ukraine angewiesen sind, spenden. Das geht an Hilfskräfte, alle möglichen. Die Ukraine braucht vor allem Frieden, wenn man ihr helfen will. Und so ein Frieden könnte verhandelt werden, wenn der Westen das wollte. Ja, viel mehr brauche ich, glaube ich, das Thema nicht sagen. Viel mehr brauche ich zu diesem Thema, glaube ich, nicht sagen. So, wie gesagt, also ein neuer Walker-Hetzer, der mich hier in diesem Ding als dummes Stück Scheiße bezeichnet hat. Werde ich mir merken, wie gesagt, werde ich auch eventuell prüfen. Ich habe ja gerade noch andere Sachen zu tun, deswegen streame ich auch heute nicht so lange. Und deswegen habe ich auch nur auf so kurzweiligen Content reagiert und auf nichts Ernsthaftes. Aber ein neuer Walker-Hetzer, der mich eben übelst beleidigt, und wie gesagt, ich werde prüfen, ob ich da juristisch gegen vorgehen kann.